So, hallo. In diesem Video zur Differentialrechnung geht es um das Verhalten von ganz rationalen Funktionen gegen unendlich. Ziel ist es, dieser Untersuchung ja, das langfristige Verhalten einer Funktion, eines Graphen festzustellen. Ich habe hier einfach mal eine Funktion, eine ganz rationale Funktion eingegeben, x hoch 8 minus x hoch 7. Und hier sehen wir einen Ausschnitt des Graphen. Und die Frage halt bei der Untersuchung des Verhaltens gegen unendlich ist, wie verläuft der Graph jetzt weiter? Jetzt, ich sehe ja nicht, was passiert, wenn x immer größer wird oder hier immer kleiner wird. Der Graph ist hier verschwunden. Vielleicht kommt er hier irgendwann wieder runter. Vielleicht steigt er immer weiter an. Vielleicht macht er irgendwelche Schlenker. Das sehe ich ja nicht. Natürlich kann man vermuten, Moment, der Graph wird jetzt immer weiter ansteigen bis ins Unendliche nach oben für steigende x-Werte und auch für fallende x-Werte. Aber es geht halt darum, sich klarzumachen, dass das auch wirklich so ist. Und dazu nehme ich diese Funktion hier nochmal auf, x hoch 8 minus x hoch 7. Und im ersten Schritt kann man feststellen, dass eigentlich das Verhalten gegen unendlich nur durch den Summanden mit dem höchsten Exponent festgelegt wird. Summand mit größtem Exponenten. Der ist entscheidend für das Verhalten. Alle anderen Summanden, also ich könnte hier noch x hoch 6, x hoch 5 hinschreiben, die haben für das Verhalten gegen unendlich keine Auswirkung mehr. Und dass das wirklich so ist, zeige ich hier mal an einer Beispielrechnung. Was passiert, wenn wir zum Beispiel mal 10 einsetzen? Ja, 10 ist hier jenseits der Darstellung auf meiner Grafikoberfläche. Aber wenn ich hier 10 einsetze, dann würde ich 10 hoch 8 minus 10 hoch 7 rechnen. Und 10 hoch 8 ist eine 1 mit 8 Nullen. Und 10 hoch 7 ist eine 1 mit 7 Nullen. Und wenn ich die voneinander abziehe, bleibt 9 mit 7 Nullen über. Es bleibt also eine ziemlich große Zahl über. Und wenn ich jetzt hier noch ein x hoch 6 hinterpacken würde, dann würde ich noch eine 1 mit 6 Nullen abziehen. Dann hätte ich halt nicht, wie in diesem Fall, 90 Millionen, sondern 89 Millionen. Aber das fällt gar nicht mehr so ins Gewicht. Spätestens, wenn wir jetzt mal 100 einsetzen, wird der Effekt noch deutlicher. 100 hoch 8 minus 100 hoch 7. Ich hätte eine 1 mit 16 Nullen und würde eine 1 mit 14 Nullen abziehen. Also hier hätte ich 16 Nullen und diese Zahl hier hätte nur 14 Nullen, ist also viel kleiner. Und wenn ich die voneinander abziehe, dann bekomme ich auch wieder eine 9. Nee, in diesem Fall sogar 2 Nullen und 14 Nullen. Ich bekomme also eine riesengroße Zahl. Hier habe ich eine 17-stellige Zahl, 1 mit 16 Nullen. Hier habe ich nur eine 15-stellige Zahl, eine 1 mit 14 Nullen. Und herauskommt eine 16-stellige Zahl, 2 Neun und 14 Nullen. Könnt ihr einfach nachrechnen. Ich habe das vorher ausgerechnet, mir schon mal aufgeschrieben. Aber man sieht, es bleibt eine riesengroße Zahl über. Und wenn ich jetzt hier f von 1000 ausrechnen würde, habe ich jetzt schon fast keine Lust mehr zu, dann hätte ich 1000 hoch 8 minus 1000 hoch 7, und das ist ja auch noch hier bei weitem nichts Großes, dann hätte ich eine 1 mit 24 Nullen und hier nur eine 1 mit 21 Nullen. Es bleibt also hier eine riesengroße Zahl über, und daran sieht man, der Summand mit dem größten Exponent, der bestimmt das Verhalten gegen unendlich. Aber jetzt ist die Frage, wie macht er das? Das wäre der zweite Schritt. Also, ne, hier halten wir als Erkenntnis fest, der Summand mit den größten Exponenten bestimmt das Verhalten. Und wie macht er das jetzt? Da müssen wir eine Fallunterscheidung durchführen. So, schreiben wir mal gerade auf. Fallunterscheidung. Und zwar können wir vier Fälle unterscheiden. Ja, komm, machen wir mal so. Zack. Und
Zack. Fall Nummer 1. F von x ist zum Beispiel x hoch 8. Was passiert jetzt, wenn ich hier eine ziemlich große positive Zahl einsetze? Dieses Plus steht dafür, ich setze wie hier 10, 100.000. Ich setze eine ziemlich große positive Zahl ein. Dann müsste ich diese ziemlich große positive Zahl hoch 8 potenzieren. Und was kommt heraus? Naja, positiv hoch 8 gibt eine ziemlich große Zahl. Die ist unendlich groß letztendlich. Je größer diese Zahl wird, das geht gegen unendlich. Und was passiert, wenn ich hier eine negative Zahl einsetze? Also minus 1000, minus 1 Million, also ein ziemlich, ja, vom Betrag her große Zahl, aber mit einem negativen Vorzeichen. Da muss ich diese negative Zahl auch mit 8 potenzieren. Ja, Minus mal Minus gibt Plus. 8 Minuszeichen heben sich alle auf. Immer zwei Minuszeichen heben sich auf zu Plus. Insgesamt 4 Mal passiert das. Es kommt also eine positive Zahl raus. Also wenn ich minus 1000 hoch 8 rechne, diese 8 Minuszeichen heben sich gegenseitig auf, rechne ich also wieder 1000 hoch 8, kriege ich eine riesengroße Zahl heraus. Und das können wir uns hier vielleicht einmal nochmal angucken. Jetzt schalte ich die mal aus. X hoch 8. Ja, in beiden Fällen verschwindet sie Richtung positiv unendlich. Und das macht auch der Graph mit x hoch 8 minus x hoch 7. Hört hier noch so einen Schlenker drin durch das x hoch 7, aber letztendlich verschwindet sie auch Richtung positiv unendlich. Jetzt haben wir noch weitere Fälle. Fall Nummer 2. Fupp. Was ist, wenn wir hier eine Funktion haben, minus x hoch 8? Gleiche Überlegung wieder. Ich setze eine positive Zahl ein, eine ziemlich große. Dann hieße das, ich müsste diese große Zahl mit 8 potenzieren. Es bleibt eine positive Zahl. Allerdings haben wir hier jetzt noch ein Minuszeichen davor stehen und das führt dazu, dass das Ergebnis negativ wird. Es kommt zwar eine betragsmäßig große Zahl heraus, aber die bekommt dieses Minuszeichen. Die Funktion verschwindet also auf einmal nach unten. Und das gleiche Spiel machen wir mit einer negativen Zahl. Negativ hoch 8 haben wir hier schon gesehen, wird positiv. Aber ich habe noch ein neuntes Minuszeichen hier stehen. Also kommt auch hier eine negative Zahl raus. In dem Fall verschwindet die Funktion nach unten. Können wir uns angucken. Minus x hoch 8, fupp, da haut sie nach unten ab in beiden Fällen. Dieses Minus verdreht das Vorzeichen der Ergebnisse und in beiden Fällen verschwindet der Graph nach unten. Jetzt können wir diese beiden Fälle schon mal zusammenfassen. Ich habe jetzt mit x hoch 8 extra ein Beispiel genommen. Aber stellvertretend für welche Funktionen steht das? 8 ist eine gerade Zahl und das ist das Entscheidende. Es gilt also für jeden geraden Exponenten, wenn ich eine positive Zahl hoch 6, hoch 8, hoch 12, hoch irgendeiner geraden Zahl nehme, kommt was Positives raus. Aber auch eine negative Zahl hoch 8, hoch 12, hoch 20, also hoch einer geraden Zahl, gibt ein positives Ergebnis. Wenn also der größte Exponent gerade ist, verschwindet der Graph entweder beide Male ins Positive oder beide Male ins Negative. Und das liegt einfach am Vorzeichen dieses Summanden. Ist der Summand positiv vom Vorzeichen, verschwindet der Graph in beiden Fällen nach oben ins positiv Unendliche. Ist der Summand negativ, verschwindet der Graph in beiden Fällen nach unten, nach minus unendlich. So, welche Fälle fehlen jetzt noch? Naja, jetzt fehlen die ungeraden Exponenten. Und auch da nehmen wir uns beispielhaft mit x hoch 7 mal einen ungeraden Exponenten vor, x hoch 7. Wenn wir jetzt hier einmal eine positive Zahl einsetzen, naja, eine positive Zahl hoch 7 wird positiv bleiben. Das verwundert nicht. Und was passiert, wenn ich eine negative Zahl einsetze, hoch 7? Naja, jetzt habe ich hier 7 Minuszeichen, wenn ich das ausschreibe. Immer zwei heben sich auf.
2, 4, 6 und das siebte Minuszeichen bleibt über. Das heißt, in diesem Fall ändern sich die Vorzeichen oder die Richtungen, in denen der Graph verschwindet. Können wir uns mal ansehen. X hoch 7. Na, jetzt machen wir die anderen hier besser mal weg. So, x hoch 7. Für positive Zahlen hoch 7 verschwindet der Graph nach oben. Für negative Zahlen bleibt ein Minus über. Der Graph verschwindet nach unten. Ist jetzt nicht sehr verwunderlich. Sollte man aber einfach mal sich bewusst gemacht haben. Und jetzt kann man sich auch für den letzten Fall schon denken, was passieren wird. Minus x hoch 7, was ist, wenn dieser Summand ein negatives Vorzeichen hat? Ich setze eine positive Zahl ein, dann hätte ich positiv hoch 7 bleibt positiv, mal Minus gibt ein negatives Ergebnis. Und im letzten Fall, wenn ich eine negative Zahl einsetze, dann habe ich Minus hoch 7. Naja, ein Minuszeichen bleibt ja über, haben wir vorhin gesehen. Aber hier steht noch eins davor. Ich habe also insgesamt 8 Minuszeichen, die sich gegenseitig aufheben. Es kommt eine positive Zahl heraus. Und auch das können wir uns nochmal anschauen, indem wir jetzt Minus x hoch 7 zeichnen lassen. Der verläuft genau gegensinnig oder spiegelbildlich, Punkt spiegelbildlich. Kommt aus dem Positiven, verschwindet ins Negative. Genau umgekehrt. Wir können also festhalten, erstens, der Summand mit dem größten Exponenten entscheidet über das Verhalten gegen unendlich. Ich muss mir also hier nur die x hoch 8 anschauen. Und wenn ein gerader Exponent vorliegt, verschwindet der Graph entweder beide Male in positive Richtung oder beide Male in negative Richtung, je nach Vorzeichen. Ist der größte Exponent oder hat der größte Exponent einen ungeraden Exponenten? Der Summand mit dem größten Exponenten einen ungeraden Exponenten? Dann kommt er aus dem Negativen und verschwindet ins Positive oder umgekehrt, je nach Vorzeichen. Daran kann ich jetzt das Verhalten von ganz rationalen Funktionen problemlos untersuchen und weiß, gehen wir nochmal zurück, und weiß, dass diese Graphen, möglicherweise ist hier nochmal irgendwo ein Hochpunkt und ein Tiefpunkt, aber ich weiß letztendlich, für große x-Werte oder für betragsmäßig große x-Werte verschwindet der Graph hier jeweils nach oben, der kommt nicht nochmal wirklich runter. Okay, und jetzt seid ihr wieder dran. Moment, ich mache das hier nochmal aus. Hier seht ihr nochmal die Übersicht und jetzt seid ihr dran.